Über Fritz Winter zu sprechen, ist leicht insofern, als er einer der bedeutendsten und wesentlichsten Künstler in Deutschland war und von internationaler Reputation war. Es ist schwer, Ihnen klarzumachen, warum er so bedeutend ist. Warum bei Fritz Winter etwas aufbricht, was heute noch aktuell ist und wesentlich ist und was wir mitnehmen können. Denn zunächst einmal ist es ja einer der Alten, der Klassiker. Baumeister, Ney, Winter, das sind so die großen deutschen Künstler. Aber Sie müssen sich vorstellen, in welcher Situation er geboren wurde. Sie haben eben das Haus gesehen, Fritz Winter Haus. Das Ursprungshaus ist nur die eine Hälfte in einer Bergarbeitersiedlung. Dort hat der 1905 geborene junge Mann seine Kindheit, seine Jugend verbracht, ist selbst in die Bergarbeitermilieus eingestiegen, ist in die Grube eingefahren und hat eben dort als Elektriker gearbeitet. Und immer mit der Sehnsucht in seinem Herzen, ich mache Kunst, ich will etwas ganz, ganz anderes machen. Mit dem Fahrrad ist der Paula Modersohn-Becker nachgefahren und hat da etwas begriffen, dass das Ding das Entscheidende ist, nicht das Porträtierte, nicht das Abgebildete, sondern so wie Rodin es einmal gesagt hat, erst wenn es ihm zum Gegenstand wird, des künstlerischen Interesses, ist es gut, oder so wie Rilke es schreibt über seine Freundin Paula Modersohn, und so wie Blumen sahst du auch die Frauen und sahst die Kinder so von innen her getrieben in die Formen ihres Daseins. Getrieben in die Formen des Daseins, meine Damen, meine Herren. Das ist es, was Fritz Winter interessiert. Er hat einmal geschrieben, natürlich kann ich nicht von der Natur weggehen. Und die Natur bleibt und ist für mich eine wesentliche Quelle. Aber was mich an ihr interessiert, ist nicht die Art, wie sie sich darstellt, sondern wie sie sich verwandelt, was sie zur Darstellung bringt, diese ungeheuren Energien, diese Kraft, die aus dem Boden steigt und dann das Blühen weckt. Das ist etwas sehr Elementares. Und mit einer unglaublichen Zähigkeit, mit der er zum Beispiel sich auch in die Niederlande begeben hat und Van Gogh gesehen hat, hat er dieses Elementare zu seinem Eigensten gemacht. Denn das wissen Sie ja auch, dass das Wichtige bei Van Gogh ist. Wenn bei ihm die Krähen über die Ehrenfelder fliegen, dann weiß man, dass dieses Leben, dass diese Bewegung irgendwann zu Ende geht. Und so wie er die Bäume schnitzt und die Elemente zusammenbringt, ist alles im Endeffekt sinnerfüllte Darstellung des Lebendigen, aber nicht Abbild vom Lebendigen. Oder wie einer der Lehrer von Fritz Winter sagt, Paul Klee, die Kunst zeigt nicht das Sichtbare, Kunst macht sichtbar. Nachdem er am Bauhaus 1927 mit 15 Blättern, die er eingereicht hat, aufgenommen wurde, hat er bei Klee, bei Kandinsky, bei Schlemmer und anderen gelernt. Und meine Damen und Herren, im Unterschied zu der Münchner Ausstellung ist das Schöne hier, dass da zum Beispiel gleich am Eingang auf der rechten Seite eine Arbeit von 1929 hängt, aus der Zeit, als Fritz Winter am Bauhaus noch studierend war. Und da sehen Sie, dass da etwas in diesem Blättle drin ist, was elementar bis in die spätesten Arbeiten zu beobachten ist in den 50er Jahren oder auch hier, wie die Linie als gestaltetes Linienband etwas umgreift, aber nicht einen Gegenstand, etwas Figürliches, Figuratives, Amöbes, etwas Elementares, etwas ganz Eigenes. Er hätte es sich doch so leicht machen können und hätte über Linie und Punkt und Strich arbeiten können wie Kandinsky. Er hätte es sich so leicht machen können und hätte die Krussel-Krussel-Dämonien von Paul Klee übernehmen können oder die strengeren Figuren des Triadischen Balletts von Schlemmer. Nein, er wollte einen eigenen Weg gehen. Und er ist schon sehr früh als Student zu Ernst Ludwig Kirchner nach Davos. Das zeigt, da will einer was anderes. Und diese Freundschaft mit Ernst Ludwig Kirchner war immerhin der Gestalt, dass Kirchner dem jungen Mann in Davos in einer Buchhandlung eine Ausstellung verschafft hat. Das war schon wie ein Ritterschlag.
am Bauhaus hat gelesen und Vorträge gehalten Naum Gabo, ein russischer Künstler, Bildhauer. Und mit dem hat Winter sich angefreundet. Und in der letzten Zeit, seiner Ausbildungszeit am Bauhaus, er ganz eindeutig nicht einer der Angewandten, nicht einer, der ewig Kacheln mahnen will oder Wände farbig anlegen will. Er bricht auch hier aus und bittet die Dozenten, dass er mit Naum Gabo weggehen kann nach Berlin, wo er ihn unterstützt als Zuarbeiter für die große Ausstellung, die in Hannover das Kästner Museum mit den Arbeiten von Naum Gabo erstmals ganz bedeutend in Deutschland ausstellt. Naum Gabo hat viel Geld akquiriert, bezahlt 3 Studenten für ihre Zuarbeit, aber hier kommt es zu einem unfasslichen Dialog zwischen Winter und Naum Gabo. Darüber gibt es auch ein eigenes Buch, das diese elementare Begegnung aufgearbeitet hat. Und wenn Sie in das kleine Zimmer gehen, meine Damen und Herren, da sehen Sie auf der rechten Seite etwas, wo die Linie, die wir hier auf der Fläche sehen, im Blatt von 1929, sich hintergreift mit einer anderen figürlichen Gestalt. 1930, 1931. Und Naum Gabo ist ja der Bildhauer, der Lichtelemente, Lichtflächen ineinander verschränkt, damit eine große, sagen wir es ruhig einmal, engelhafte Erscheinung entsteht. Diese Skulpturen sind Leuchtskulpturen, weit vor Cerro, das erst in den 60er Jahren von Macapino und so weiter erfunden worden ist. Da ist bereits dieses Ineinandergreifen von Linie, Fläche, Form und Farbe und Energie und diesem Austauschen der Ponderierung. Also das kleine Zimmerchen mit den kleinen Bildern müssen Sie sich wegen Ihres Herzens und des Wohltuns auch anschauen. Aufgrund dieser bedeutenden Arbeit bekommt Winter in Berlin in der Galerie Brockstedt eine Ausstellung. Und viele große Museen, Buchholz und viele große, die Galerie heißt Buchholz, nicht Brockstedt, und viele große Museen kaufen bereits in Erfurt, in Halle, Arbeit von Winter. Das heißt, Winter ist einer, der vor einer Karriere steht, vor einer internationalen Karriere. Mit den Bauhausschülern wird er schon da und da gezeigt. Er hat erstklassige Galerien bereits an der Hand und dann kommen die Nazis. Das heißt, er hat in Halle eine Dozentur, es eröffnet sich ihm das Leben, die Lebensgefährtin an seiner Seite und all das, wovon ein Mensch träumt, ist zerstört. Ich habe das bei der Gelegenheit schon einmal gesagt, meine Damen und Herren, die Sie älter sind, denken Sie einmal, man nimmt Ihnen die Rente weg. Es ist nichts mehr möglich. Malverbot. Malverbot heißt, Ihre Produktionsmittel sind weg. Er hat sich von München aus über Umwege dann hierher nach Gießen zurückgezogen und hat im Untergrund, wenn Sie so wollen, weitergemacht. Er hat sein System, sein ethisches, emotionales und gedankliches System verfeinert und reifen lassen und musste dann, wie so viele andere auch, für die Nazis in den Kriegsdienst. Er ist nach Russland gegangen. Er ist mehrfach verwundet worden. Er hat während der Kriegszeit die Triebkräfte der Erde geschrieben und gemalt und ersonnen. Zunächst einmal Bilder sozusagen im Schützengraben. Und dann hier in der Rekonvaleszenz ein Aufbrechen und ein Blühen. Dass man sagt, wo hat dieser Mann den Optimismus her? Wo ist ihm das denn überhaupt? Aus welcher Kraft ist ihm das möglich? Da ist ein elementarer Glaube. Da ist ein elementares Wissen um das Antientropische, um das, was gegen jeden Verfall wirkt. Und in den letzten Jahren, Tagen des Krieges, wird er dann auch noch in Gefangenschaft genommen. Während dieser Zeit hat er bereits große Sammler und engagierte Propheten seiner Kunst, Will Kromann, Werner Haftmann, den Arzt aus Stuttgart, Domnick und natürlich seine Lebensgefährtin, die an seiner Seite stand und steht und sozusagen die internationalen Ausstellungen nach 1945 mit Bildern von Fritz Winter beschickt. Der Mann kommt aus der Gefangenschaft zurück und ist bekannt und berühmt. Das ist natürlich schön, aber er ist doch verletzt,
Er ist auch getroffen. Er ist auch traumatisiert. Und trotzdem entsteht Jahr für Jahr und in einer unglaublichen Kontinuität diese Malerei dann, die Sie hier sehen. Zum Beispiel 58 bis 69, 11 Jahre in dieser ungeheuren Spanne, über die wir noch sprechen müssen. Aber lassen Sie mich, meine Damen und Herren, jetzt einmal sozusagen die internationale Situation beschreiben. Der einzelne Mensch mit dem Gehäuse seines Lebens war gefährdet, zerstört. Millionen in vielen Ländern sind umgekommen. Das gesicherte Leben war überhaupt nicht mehr denkbar. Und weltweit haben die Künstler die Frage zu stellen, woher kommt dieser Leviathan, das grundsätzlich Böse, an dem zum Beispiel in Deutschland mehrheitlich alle mitgemacht haben? Wie kann das sein, dass diese große Akzeptanz für eine solche Vernichtung da war? Und die Künstler und Künstlerinnen haben international etwas völlig Neues versucht, wie in einer Morgenröte entstehen zu lassen. Das ist das sogenannte Informell oder der Taschismus. Also in Paris, Wohls, diese psychografischen, gestischen Malweisen, psychografisch wie da oder wo auch immer und wie auch immer. Und gleichzeitig in New York, Jackson Pollock mit seinen Hieben und Schlägen aus dem New Yorker abstrakten Expressionismus. In dem Munitionsgewitter ist also etwas entstanden, was wir die zeitgenössische Kunst nennen. Und diese zeitgenössische Kunst hat eine Sammelstelle gehabt in München, und einer der wesentlichen Menschen, die diese Gruppe von modernen Künstlern zusammengeführt hat, ist Fritz Winter. Mit Baumeister, Winter, Geiger und wie sie alle heißen, entsteht in München 1949 die Gruppe Zen 49. Und es ist das Verdienst von Michael Gauslig, auch diese Gruppe vorgestellt zu haben. Das heißt, er hat hier elementare, intellektuelle, gescheite Galeristenarbeit geleistet, um den regelmäßigen Besucher der Galerie auch darüber aufzuklären, wie ist das überhaupt gewachsen. Und in New York haben wir in Ed Reinhardt und Roscoe diese abstrakten Maler, die auf der gleichen Höhe wie Winter sind. Winter gilt der jungen Bundesrepublik Deutschland, aber gewissermaßen als ein Paradebeispiel und Vorzeigebeispiel, dass jemand trotz der Nazizeit sich nicht hat verbiegen lassen, dass er auch nicht weggegangen ist in die Emigration, sondern das Schicksal aller geteilt hat bis zur Kriegsgefangenschaft und schweren Verwundungen und überdauert hat und rein in die Welt schauen kann und sagen, ich habe hier etwas, was ich für euch bereitet habe. Die Gärten hier am Ammersee, die Apfelblüte in meinem Grundstück hier. Schaut euch diese Triebkräfte der Erde an und gewinnt einen neuen Mut. Das heißt, die Abstraktion war ethisch etwas ganz, ganz Entscheidendes und Wesentliches. Und es wird viel zu sehr im Allgemeinen über das Abstrakte gesprochen. Wir begreifen gar nicht, dass es ein Angebot ist für unsere Seele. Und Winter hat es immer gefüllt. Also denken Sie mal an Ed Reinhardt, der mit seinen konkreten Mustern in zwei Farben sehr cool Farbe als meditative Fläche hat. Aber schauen Sie sich dieses Bild an oder auch dieses, den Brautgarten. Eine Braut ist doch ein haptisches Erlebnis. Das muss so gruselig sein. Da will man auch dran greifen. Ja? Da hat man auch diese Moving Line, die bewegte Linie eben auch da. Und da will man dieses Rosa entdecken. Das heißt, Winter gibt uns auch immer den Ansatz des sinnlich Erfüllten. Und da diese große horizontale Erstreckung, meine Damen und Herren, die lebt eben anders als in der Konkretion bei Ed Reinhardt von diesen nicht geraden Linien, von dem leicht kurvigen und diesen sanften Überschneidungen. Das sind Orgeltöne, das ist eine unfassliche Ausbreitung, das ist eine Dehnung, ein hinreißendes Bild. Wenn Sie sich nun einmal nach diesen beiden Bildern hier vorne konzentrieren, dann haben wir ja hier
und da ähnlich dieses Auffliegen von Farbe. Und die Moving Line, die wir zum Beispiel bei Mark Toby kennen, haben wir auch hier, sehr viel früher. Diese Moving Line, die über Farbfläche liegt. Und interessanterweise gibt Winter diesem Bild nicht den Titel Kompositions, was weiß ich so, sondern Abschrift der Gesetzestafel. Das ist natürlich gewaltig. 58. Ich bin der Herr, dein Gott. Abschrift der Gesetzestafel. Und diese Gesetzestafeln sind gewissermaßen auf einem Berg gesichert, der wie der Berg Sinai sich hochschichtet und hochstaffelt und pfündelt und emporwächst und davor wie ein Schemen die Schrift, wie in einem Palimpsest. Palimpsest in einer mittelalterlichen Schrift, die wir haben, wo wir das Buch aufschlagen und unter dem Bild, das wir sehen, entdecken, da liegt ja noch etwas drunter. Da ist ja vorher von fleißigen Mönchen noch was ganz anderes und viel Älteres geschrieben worden. Und auf einmal geht es uns vielleicht wie diesem gescheiten Herrn May, Kardinal im Vatikan, und wir entdecken die entzückende Schrift von Cicero De Republica in einem solchen Palimpsest. Das heißt, die alte Schrift gibt uns das Geheimnis preis. Und das ist genau das, was Winter meint. Es gibt das Geheimnis preis über die Energien der Farbe und die Energien der Striche. Und dieses 58 ist eben 30 Jahre später statt 29, also nicht ganz 30 Jahre, elementar und ganz Fritz Winter. Nur mit einem neuen Sprachgefühl, mit einer anderen Interpunktion. So wie dieses Bild selbstverständlich entstanden ist aus all diesen. Und sehen Sie, wenn Sie dieses Atmen der Flächen sehen oder noch einmal jetzt in das Auge fassen, meine Damen und Herren, und dann spüren Sie hier diese ganze Transmission, schwarz und weiß heißt das, die ganze Transmission, die möglich ist, wenn Fritz Winter zwei Farbflächen mit Lasur übereinander schiebt. Plötzlich ist das nicht mehr nur eine Ausdehnung, sondern ein Schweben im Unendlichen, in der Schöpfung, im Raum, im Kosmos. Es gibt hier am Ende der Reihe ein Bild auf der Rückseite dieser letzten Tafel. Da ist die Farbe massiv aufgetragen. Gucken Sie ruhig zu dem Bild, bei mir sehen Sie nur den Bauch. Da sehen Sie dann, wie diese Farbschläge von den zartfarbigen, dunklen Gründen sich auflösen, wie sie sozusagen im kosmischen Flug ihre Substanz, ihr Materielles verlieren, wie wir selbst transsubstantiell werden müssen, wie wir uns wegbewegen müssen vom Irdischen. Es ist wie ein Abschied nehmen, aber so selbstverständlich und voller Freude, so wie Goethe an seinen Freund Zelter schreibt, den berühmten Chorkomponisten, der ihn immer nach Berlin holen wollte, als Goethe ein alter Mann war und Zelter auch ein uralter Mann war, also ein bisschen älter als ich. Im Unendlichen sehen wir uns wieder. Ist das nicht schön, dieses Wissen? Und nun, meine Damen und Herren, komme ich nochmal auf das Palimpsest zurück, auf die Gesetzestafel. Es gibt ja diese wunderbare Philosophie des Ludwig Wittgenstein, des Tractatus Logico Philosophicus, geschrieben im Ersten Weltkrieg, nicht im Zweiten, schon im Ersten. Wo im Ersten Weltkrieg ähnlich sensibel ein junger Philosoph, dessen Brüder drei davon sich umgebracht haben, aus der jüdisch-Wiener Situation, aus den Kreisen und Gesprächen um Hoffmannsthal und andere bedeutende Menschen in dieser Zeit, sich darüber Gedanken gemacht hat, was ist denn der Sinn? Und da heißt es bei Wittgenstein in seinem Tractatus 1920 geschrieben, dass der Sinn der Welt außerhalb ihrer liegt. Denn in der Welt geschieht alles, wie es geschieht und ist alles, wie es ist. In der Welt ist nichts von Wert. Und wenn etwas von Wert wäre,
dann müsste es nicht so sein, wie es ist, sondern anders. Es sind große Antworten neben den Religionen auf die Sinnfrage unserer Existenz. Und aus den Bildern von Fritz Winter leuchtet es uns voller Kraft und voller Optimismus entgegen. Und wenn ich so sagte, Auflösung im Kosmischen und andeutete, dass ich nochmal auf das Palimpsest zurückkomme, dann ist ja in diesem wunderbaren Traktatus über den Staat, das Cicero geschrieben hat, der berühmte Traum des Scipio vorhanden. Ich weiß nicht, ob Sie den lesen durften, konnten oder mussten. Ich musste ihn lesen. Und in diesem Traum des Scipio beschreibt Scipio eine Situation, dass die Menschen im Endeffekt ähnlich wie die Kugeln sind, um die Sterne sind, die als Kugel um die Erde kreisen. Er hat natürlich noch die Erde als Zentralgestirn gedacht. Aber dass daraus die Musik entsteht, dass daraus die Mathematik entsteht. Das ist übrigens eine Idee von Pythagoras, 5. Jahrhundert vor Christus. Und dass daraus das harmonikale Bedürfnis und die harmonikale Sicherheit im Menschen besteht. Und dass daraus Staat entsteht und dass daraus etwas entsteht. Sehen Sie, meine Damen und Herren, daraus hat Fritz Winter seine Lehre letztendlich bezogen. Und ich sage jetzt einmal überintellektuell. Er hat es gefühlt, er hat es gespürt. Er ist seinem Innersten, seinem Gewissen, seinem Ethos nachgegangen und hat uns diese Herrlichkeiten geschenkt. Das ist die größte Botschaft vielleicht an diesem Mann, dass er nicht nur so sehr einer von uns war, dass er nicht nur so sehr unser Schicksal geteilt hat, sondern dass er etwas an die Hand gibt, worauf tatsächlich die junge Bundesrepublik Deutschland aufbauen konnte, stolz sein konnte, und dass er sozusagen das metaphysische Risiko der Zukunft, das wir alle immer wieder neu vor uns haben, mitdefiniert und uns etwas an die Hand gibt. Das ist so wichtig. Das Informelle, der Taschismus, das ist das reine Experiment gewesen. Das waren die 5, 10, 15 Jahre Jüngeren im Jungen Felsen, in der Gruppe Zen 49 auch, in Frankfurt, die sogenannte Quadriga, auch davon hat Michael Gauschling eingezeigt. Aber das konnte Winter nicht akzeptieren. Bei ihm war die grundsätzliche Auseinandersetzung und Überlegung die, dass das Bild gebaut sein muss, dass das Bild eine Klarheit benötigt, dass das Experiment etwas Wichtiges und Schönes ist, aber nur dann, wenn aus dem Chaos wieder Kosmos entsteht. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist der Kosmos von Fritz Winter. Und in diesem Kosmos können wir mitschwingen und mitklingen. Danke. Applaus